Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Such die Hexe, Singing City. Da haben wir noch nicht alle Hinweise gefunden. Ich vermute mal, dass man das Granny Line nicht erschießen kann. Oh, das ist mal richtiger Hexenkult, oder? Kultis. Warte mal, ich muss mal hier nachschauen. Gibt's da was Neues? Hier, mit Hilfe zweier Spiegel wurde Granny Weaver beschworen, worauf ein Kampf entbrannte und ihr Geist letztlich aus dieser Welt gebannt wurde. Vielleicht kann sie das Beschwörungsritual ebenfalls durchführen. Allerdings benötige ich dafür einige Spiegel. Bestimmt befinden sich in diesem verfluchten Haus noch Spiegel. Ja, bestimmt. Okay, Spiegel suchen. Was ist das denn? Eieieiei, die war auch nicht ganz dicht. Okay, Spiegel suchen. Naja, wird kein Problem sein, hier Spiegel zu finden, oder? Hier sind bestimmt keine Spiegel, hier habe ich keine gesehen. Nee. Numero uno. Numero uno ist der zweite da oben gleich? Nein. Numero uno. Ich habe einen Mirror gefunden. Mirror, mirror on the wall. Haben wir hier vielleicht noch ein Spiegelchen? Nein. Oh Mann, was ist... Granny Manny. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wo versteckt sich der andere Spieglein hier im Land? Es war ja klar, dass er nicht unten sein konnte. Der muss natürlich wieder oben sein. Spiegel! Okay, muss ich das wieder unten machen und beschwören oder was? Miau. Miau. Okay, 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 okay. Wir beschwören eine Hex. Und dann wird es lustig. Hier hin. Ach, jetzt stehen die schon da. Ja, und jetzt? So spannend. Hallo, Granny. Granny Weaver. Ich habe alle Geheimnisse ausgeplaudert. Hä? Videosequenz, war ja klar. Oh, cool. Und jetzt muss ich sie schießen. Habe ich sehr erwischt, die Granny. Mit der Pumpgun habe ich hier ein paar verpasst. Da liegt sie, die kleine Granny Weaver. Granny, Granny Weaver. Umgenietet mag ich sie lieber. Ah. Nix. Granny, Granny, fertig! Liebe kleine Granny, wir haben dich erledigt. So, die Hexe ist tot. Ich fand den Rückzugsort der alten Hexe und beschwor sie. Warte, ich rabbi die. Sie hätte mich fast getötet, aber lediglich konnte sie
Lediglich konnte ich sie aus dieser Welt bannen. Sie ist nun für Joy keine Bedrohung mehr und auch der Rest von Oakmont ist für sie die nächsten 100 Jahre sicher. Ja, da muss ich mir anders drum kümmern. Joy, ich komme. Wick, 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 wick. Kann man jetzt noch was tun? Nein. Antipsychotikum habe ich bekommen. Na gut. Liebe Joy, habe ich gern gemacht. Ich hoffe, du singst mir ein Ständchen. Warte, vielleicht können wir noch was nehmen. Medipack. Kann ich mir. Wie viel Uhr ist es denn überhaupt? 12 ist es gleich. 12 Uhr nachts. So, wieder einem geholfen. Ich hoffe, dass das wir das Spiel so beenden, dass es gut für uns ausgeht. Wir sind eigentlich sehr freundlich, gell? Ehrenhaft sind wir. Ehremann. Ehrenmänner sind wir. Ehrenhaft. Wir helfen, wir verraten niemand aus Herz verdient. Nö. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich bin gespannt, was sie sagt. Ob sie sich das Zeug aus dem Mund gleich rausnimmt. Oder nicht. Das ist die Bibliothek. Ja. So. Joy. Mann, meine Kippen sind aus. Verflucht. Kann ich morgen vor der Arbeit, wenn ich auf dem Topf sitze, keine rauchen. Aber ich höre eh bald auf. Übermorgen kommt mein Kleiner wieder, mein Sohn und meine Maus. Und dann nimmt sie mir lecker Tabletten mit, dass ich aufhören kann zu rauchen. Oh! Joy, da ist sie. Joy, Sie müssen keine Angst mehr haben. Sie ist weg. Zumindest für die nächsten 100 Jahre. Sicher? Ganz sicher. Kawil sei Dank. Bin Ihnen was schuldig. Hier. Danke. Aber behalten Sie's für sich. Sie sind jetzt sicher. Ich dachte eigentlich, ich kann Sie endlich richtig reden hören, sobald es vorbei ist. Was liegt noch im Argen? Alles in Ordnung. Nochmals danke. Ich verstehe das nicht. Warum trennen Sie die Naht nicht auf? Kann nicht. Bestrafung. Noch 2 Jahre. Unumgänglich. Muss Strafe verbüßen. Vollständig. Warum denn? Jemandem den Mund zuzunähen ist schon verrückt. Aber ihn zugenäht zu lassen, jetzt wo Granny Weaver fort ist. Sie sind nicht aus Oakmont. Sie verstehen das nicht. Okay. Ach, gell. Wie Sie meinen. Ich dachte, wir hören Sie singen. Mein Gott. Hätte mir ja gar nicht helfen brauchen. Wiedersehen, Joy. Wiedersehen, Joy. Dum, 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 dum. Wir gleich bald den nächsten. Was machen wir denn jetzt noch? Was ist das? Doppelt so viel Schaden ist immer gut. Okay. Okay, was haben wir? Warte mal, da konnte was plündern, gell, hier da. Nein, ach, momentan. Lassen Sie das! Oh Gott, ich bin schon wieder so erschrocken. Oh, Fallmappe. Ne, den brauche ich nicht. Ich brauche jetzt halt. Ach doch. Wo treibt er sich immer rum? Wo war denn die Seven? Ist das nicht die hier hinten gewesen? Die hier, oder? Dann mal los.
Ach, schade. Ich hätte jetzt echt gerne ihre normale Stimme gehört. Das finde ich ein bisschen blöd. 2 Jahre noch. Wieso ist dann die Hexe zu ihr gekommen nochmal? Hat sie schon wieder geplappert. Da hilft doch das auch nichts, wenn es zugenäht ist. Kann nur er sein. Es war sein Mantel, der so geschwuppt ist, nochmal. Wiedersehen. Ja, ja. Es ist so lustig. Billy Drunnen, nehme ich an. Wer zum Drog sind Sie? Ah, Sie sind es. Freut mich, dass es Ihnen besser geht. Man sagte mir, ich verdanke Ihnen mein Leben, weil Sie mich ins Krankenhaus gebracht haben. Ach, keine Ursache. Steht doch in der Bibel, dass man helfen soll. Hätte Sie ja schlecht verbluten lassen können, oder? Bei all dem Trubel habe ich wohl etwas verloren. Und zwar einen großen, runden Gegenstand mit Inschriften. Wissen Sie vielleicht, wo er abgeblieben ist? Halten Sie mich etwa für jemanden, der andere mit der einen Hand rettet und mit der anderen Hand bestiehlt? Wenn Sie den Gegenstand nicht gestohlen haben, wer war es dann? Schwer zu sagen. Aber es gibt durchaus einen Anhaltspunkt. Ich habe sie am Strand gefunden, an der Calmshore Marina. Und sie haben nicht gut ausgesehen. Deswegen habe ich auch nicht nach großen, runden Gegenständen gesucht. Aber vielleicht liegt das Ding ja noch irgendwo dort herum. Ich sag Ihnen, wo Sie hin müssen, ist nicht weit. Und eine schöne Aussicht hat man dort auch. Ich schätze, einen Versuch ist es wert. Danke. Moment, das war's? Sie wollen Ihrem Retter nicht mal einen ausgeben? In was für einer Welt leben wir eigentlich? Aber echt, hey. Sie haben recht. Das nächste Bier geht auf mich. Cheers. Hätte nicht mehr lange gedauert, bis ich wieder zu zittern anfange. Passen Sie gut auf sich auf, Mister. An die Kiste. Nein, du sollst laufen. Okay, sagt er, es ist nicht weit weg, oder? Claimshore, man. Ist das hier? Klar. Also rechts, geradeaus. Und dann durch die Pampas. Da bin ich nicht falsch gelaufen, oder? Nee. Viel zu früh abgebogen. Da geht's nicht weiter, oder? Doch. Geh halt. Oh, jetzt. Richtig geschossen habe. Unfassbar. Fucking unfassbar.
Genau hier. Der arme Kerl. Das ganze Gesicht ist weg. Zeigt das Vieh hin? Der arme Kerl. Das ganze Gesicht ist weg. Das gleiche Symbol hat Ebernote Blackwood im Orion Club benutzt, um Monster zu beschwören. Das gleiche Symbol hat Ebernote Blackwood im Orion Club benutzt, um Monster zu beschwören. Muss ich in den Orion Club? Es gibt keinen Hinweis mehr. Doch, es gibt hier anscheinend noch mehrere Hinweise. Natürlich. Stirb, Abschaum! Wer auch immer den Taucheranzug aufgeschnitten hat, hatte es ziemlich eilig. Ah, ja, jetzt. Endlich! Ich habe es! Ich sollte sofort zum Anwesen aufbrechen, bevor noch mehr Störenfriede auftauchen. Kratzer? Hier muss ich aufgetaucht sein. Alle hin, ah ja. So weit zurücklaufen. Ihr Narren! Ihr wisst nicht, was ihr da tut! Lasst ihn hier! Wenn die Auserwählten dich besuchen, sieht man sie danach nie wieder. Daher nehmen wir den hier mit. Erledige ihn, Karl. Ertrinkende zu retten, die einzige Art und Weise, wie du Freunde gewinnen kannst? Hast du wirklich geglaubt, die Männer des Gelben Königs würden dich nicht erwischen? Dann schauen wir uns das mal an. Ihr Narren! Ihr wisst nicht, was ihr da tut! Lasst ihn hier! Ebernote Blackwood brachte mich zurück an die Oberfläche, wurde dann aber von Billy Drunnen überrascht. Beide dachten wohl, ich sei einer der Auserwählten. Und jetzt hat Blackwood das Siegel. Blackwood hat das Siegel. Alles habe ich gefunden, das ist schon mal gut.
Gedankenspiel. Geht nicht. Blackwood nahm das Siegel und floh in sein Haus. Vielleicht weiß Dahnemann, wo er wohnt. Okay, dann wieder hierher. Ständig ich glaube, ich kann auch schon wieder. Yep. Was nehmen wir denn hier alles? Ich nehme Nahkampfangriff. Ich schlage ja ziemlich oft im Nahkampf zu. Na dann los! Gehen wir zum Säufer. Krieg gerne noch ein Bier, wenn er mir noch was erzählt. Ach, ich dachte vielleicht. Wird ja immer lustiger hier. Wahrscheinlich weiß er es, oder? Aha. Wieder Zeichen. Was will er mir damit sagen? Wohin ist Billy Drunn gegangen? Sie sagten doch, er wäre hier. Ach, dieser. Gerade eben habe ich ihn hier noch etwas auf ein Blatt Papier kritzeln sehen. Ich schätze mal, sein Deckel ist somit noch größer geworden. Gibt's sonst noch was? Sie sind doch von hier, oder? Wissen Sie, wo sich das Anwesen der Blackwoods befindet? Was wollen Sie denn da? Das Haus steht leer, seit die Blackwoods weg sind. Sie wollen dort doch nicht plündern, oder? Doch. Wer weiß. Aber wenn dort irgendetwas Wertvolles war, haben es die Blackwoods bestimmt mitgenommen. Tja, das mag sein. Also das Haus ist leicht zu finden. Es steht auf einer Klippe in der Grimhaven Bay. Viel Glück. Es haben schon viele versucht, dort Beute zu machen, aber bisher immer ohne Erfolg. Erzählen Sie mir mehr über die Blackwoods. Sehe ich etwa wie ein Geschichtslehrer aus? Ich weiß nur, dass sich die ganze Familie in Luft aufgelöst hat. Das war irgendwann, als die Flut kam. Zwei Familien waren es sogar. Die Blackwoods und die letzten Angehörigen der Familie Marsh. Schon merkwürdig. Glauben Sie, dass Sie irgendetwas mit der Flut zu tun hatten? Schon möglich. Oder sie ahnten, was die Flut anrichten würde, während wir anderen völlig ahnungslos waren und kalt erwischt wurden. Dann will ich Sie nicht länger von der Arbeit abhalten. Sehr rücksichtsvoll, Neuankömmling. Na, dann sputen wir uns mal, um ins Haus zu kommen. Klick. Okay. Grimhaven Bay. Grimhaven. Ach, das kann nur hier sein. Ist das das Haus, oder? Anwesen der Familie Blackwood. Hier, was habe ich denn hier für ein Fragezeichen?
Nee. So, vorne rechts. Willst du hier? Nein! Das macht er jetzt nicht. Sie werden sterben, Neuankömmling. Was? Wieso denn? Was will denn der von mir? Ich habe beim Pinkeln zugesehen, hab, ist er sauer geworden. Oh, ist mal ein Anwesen hier. Der will mich gleich umbringen, weil ich ihm beim Brunzen gestört habe. Das ist der Witz, oder? Aggressiv, diese Insmauser hier. Alter! Was los? Was war das? Ach Scheiße. Wieder ganz toll geschossen, hä? Granate verschwendet, scheiße geschossen. Wie schlecht kann man es noch schlechter machen? Mann. Alter Schwede, eine Kugel. Jetzt muss ich mit dem Ding rumlaufen, hä? Und da muss ich immer nachladen. Also. Nächstes Zeichen. Na, großartig. Wieder ein Beschwörungssymbol. Mann. Thomas. Hopfi. Gehst du nicht woanders rein? Das ist der Personaleingang. Bei solchen Residenzen eigentlich geben, oder? Na, haben wir ja einen. Und der ist natürlich zugebaut. Nicht für mich. Ich hoffe, dass hier jetzt nicht so viele Viecher sind. Ich habe echt verloren. Freilich sind da welche. Da sind sie reingekommen. Ich verglüht. Nein. Der kann nicht mehr über die Decke gehen. Da ist eine Decke. Mein Idiot. Aha. Der EOD ist auch hier. Oh nein, ich mir schwant Böses. Hau da mal rein, hä? Oh, bitter, wie die reinhaut. Das ist mal ein Gerät. Doch nicht so schlecht, aber das kostet mich halt. Ich hoffe, da kann ich noch ein paar Patronen. Ja, Digga, das ist. Jawohl, das ist super.
Ja, servus, dies hast du gesehen. Da geht. Ah, hier haben wir mal was. Okay, das Gewehr, das haut schon ganz anders rein. Hey. Was ist denn das für Siff da? Ein Haifischmaul? Der hat auch das von der Hexe. Also Aquarium oder so. Kleine Fischis. Kleine Fischis. Da ist eine Tür. Das ist die Eingangstür. Keller hoch. Ach, was weiß ich. Ich glaube, ich gehe zuerst in den Keller. Oh, ich muss mich heilen. Na? Das dauert aber auch die Heilerei. Ich kann nicht mehr tragen. Vielleicht waren da ja noch Medis drin. Nein, waren es nicht. Ich muss immer gleich alles herstellen, weil... Wer weiß. Okay, ab in den Keller. Hallo, wer ist da? Nein, nicht mit der Spritze. Mit der Spritze kannst du nicht schießen. Hier, nimm das Gewehr. Hallo, 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 hallo. Hier ist der Beschwörungsraum. Ah ja, da geht's nochmal runter. Alter, leg sie weg hier! Weil er muss. Na ja, warum bloß hier immer die Großen kommen? Kacke, ich komm hier nicht weg! Nein, nein, nein! Wo ist das? Lauf, 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 lauf. Wieso brenn ich denn jetzt? Nochmal. Blödes Vieh. Oh Mann, wir sind schon wieder über Zeit. Okay, Vieh ist tot. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und nehmt die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Und Kommentare. Schreibt sie rein. Ciao, euer Hopfen.